Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. In meinem neuen Video geht es mehr, intensiver um das Thema Motivation. Motivation brauche ich in mehreren Bereichen meines Lebens, egal ob es Gesundheit ist, ob es Sport ist oder ob es der Beruf ist. Meine Geschichte, die ich dir erzählen möchte, ist ganz besonders. Ich habe sehr viel erreicht in meinem Leben, sehr viel erfahren. Auch durch Tiefpunkte in meinem Leben habe ich es geschafft, mich selber daraus zu ziehen und ein gesunder und glücklicher Mensch zu werden. Und genau du schaffst es auch. Und deswegen heute etwas ausführlicher dir dieses Tool an die Hand gegeben, das Thema Motivation. Egal in welcher Lebenslage du dich befindest, es ist ganz, ganz wichtig, dass du an dich glaubst, du den Willen und den Mut an dich selber nicht verlierst, egal was um dich herum passiert, geschieht, egal welchen Einfluss du hast. Wichtig ist, dass du wirklich das Allerwichtigste, den Glauben an dich selber, nie verlierst. So kann ich dir das erzählen, wie es bei mir war. Ich habe nie an mir gezweifelt, ich habe immer an mich geglaubt und gekämpft und für mein Ziel gekämpft. Und das ist der zweite wichtigste Punkt. Also der erste wichtigste Punkt ist der Glaube an dich selbst, der Mut und die Selbstsicherheit, das Selbstbewusstsein, was mit dem Glauben zusammengehört. Das zweite, ganz wichtige, ist das Ziel. Also der Glaube und das Ziel ist eigentlich gekoppelt, das steht in Korrespondenz. Das beide spielt zusammen. Das Ziel vor Augen zu haben, was möchte ich erreichen, wo muss ich hin oder wo will ich hin, ganz wichtig, wo will ich nicht, wo muss ich hin. Und diese Sachen dir einfach bewusst vor deinem inneren Auge vorzustellen, dir bewusst zu werden, was möchte ich, was will ich erreichen. Das nennt man Suggestion, also dir wirklich jeden Morgen vorzustellen, wie du lebst, vielleicht dein Traumhaus, wie gesund du bist, ob du Kinder hast, alles, was du dir wünschst, alle Ziele, die du erreichen möchtest, einfach vor deinem inneren Auge vorzustellen, jeden Morgen damit aufzuwachen und zu spüren und zu fühlen, dass du es schon erreicht hast. Also dieses Gefühl des Glücks und der Zielerreichung, die einfach ja, heranzutragen, heranzuspüren, heranzufühlen, wie es ist, dieses zu erreichen. Vielleicht ist es sogar gar nicht dein Ziel. Vielleicht sind es andere Ziele von Menschen, die dir auferlegt wurden und du das gar nicht möchtest. Also versuch erstmal in dein Ziel hereinzufühlen. Möchte ich das? Will ich das? Bin ich das? Wichtig ist auch, was ich dir an die Hand geben kann auf meiner Lebensreise bis jetzt. Einfach sich selber kennenlernen. Was ich vorher schon angesprochen habe, ganz kurz, was ich möchte, was ich will. Oft lernt man das erst viel zu spät kennen, weil, wie gesagt, Ziele oder auch andere Dinge motiviert einem auferlegt werden von anderen Menschen und selber weiß man gar nicht, bin ich das und so weiter. Und deswegen ganz wichtig, richtige Ziele setzen, auch wirklich Ziele setzen, die du erreichen kannst, weil ich habe auch in meinem Leben erfahren, egal was du willst, egal was du möchtest, wenn du wirklich dran glaubst und es wirklich willst und wirklich du dein Ziel bist, das heißt, du dein Ziel möchtest, das Ziel und du korrespondieren, dann schaffst du und erreichst es auch. Also, so viel heute etwas länger zum Thema Motivation. Ich kann noch viel mehr darüber erzählen, aber das würde heute den Rahmen sprengen. Deswegen sage ich, ciao!